Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Allesmachers. Heute zeige ich euch einmal, wie man solch einen Heizkörper entlüftet, und zwar richtig. Genau, zum Heizkörper, es ist ein älteres Modell, deshalb diese brachiale Art, aber im Grunde das Grundprinzip ist bei allen Heizkörpern gleich. Man hat immer an der Seite so eine Öffnung, ganz gut zu erkennen, weil sie in dem Runden so ein bisschen viereckig ist. Für diese Öffnung gibt es solche Schlüssel, die gibt es überall zu kaufen. Die gibt es in Bauhäusern, auf eBay, Amazon, also wirklich überall kann man die kaufen. Die kosten auch nicht viel, 90 Cent so ein Ding. Gut, wenn man so online kauft, kommt der Versand noch dabei, aber im Endeffekt sind die wirklich spottbillig. Und man kann die auch ewig benutzen. Den hier sieht man so ein bisschen, ist leicht auch schon am Rosten. Der ist, glaube ich, jetzt auch schon 10 Jahre fast alt. Also die halten auch eigentlich ewig. Und macht man nichts mit falsch, und durch das Entlüften kann man nun mal auch sehr viel Energie sparen, weil Luft ist ein schlechter Wärmeträger und Wasser ist ein besserer, deswegen also ein guter Wärmeträger, und deswegen läuft das Heizsystem ja auch mit Wasser statt mit Luft und deshalb, wenn Luft im Heizkörper ist, das stört halt einfach das System. Genau, was brauchen wir? Wir brauchen den Schlüssel. Ich lege mir immer noch ein bisschen Küchenrolle parat, damit ich, wenn ich entlüfte, wenn das Wasser kommt, weil man entlüftet ja, bis das Heizungswasser rauskommt, also bis es anfängt rauszukommen, daher, damit ich es direkt wischen kann. Im Grunde auch ganz einfach, ich zeige es euch einmal, wir stecken den Schlüssel hier drauf. Da gibt es eigentlich nur eine Richtung, wie es richtig funktioniert. Dann drehen wir hier, wir gucken, in welche Richtung es klappt. Und jetzt hören wir hier. Wie ihr hört, drückt sich die Luft schon am Wasser vorbei raus, und dann drehen wir einfach und lassen es laufen. Ich drehe sie nicht immer ganz so weit auf, weil dann ist das ein bisschen erhört. Wenn es sich so anhört, dann habt ihr es richtig gemacht. Und wie ihr seht, da kommt auch so schwarzes Wasser rausgesprüht schon. Das ist das Wasser, welches im Heizsystem ist, von dem ich eben sprach. Deswegen auch das Tuch, dann kann ich den Schlüssel hier abziehen. So, kann den gleich ordentlich ein bisschen sauber machen, also ein bisschen trocken machen, mega sauber muss er nicht sein. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann habt ihr euren Heizkörper entlüftet. Natürlich, das kann man jetzt noch weitergehend machen, dass man das wirklich so lange macht, bis wirklich aus dem Heizkörper nur noch das Wasser rausläuft. Dann ist man zu 100% sicher. Aber ich lasse es immer so, bis es kurz davor ist, dass nur noch Wasser kommt. Aus dem einfachen Grund, weil wenn die 2 mm Luft, die dann oben noch drin sind, machen den Heizwert nicht so viel schlechter, und es ist einfach sauberer, weil das Wasser eben auch dreckig ist, und dann Küchenrolle oder halt Tücher drunter zu legen, das ist dann wieder so ein bisschen, Genau, was es denn noch zu wissen gibt, diese Ventile hier, die gehen ganz gerne mal kaputt bei älteren Heizsystemen. Also sie funktionieren noch, sind aber trotzdem kaputt. Das kann man sich vorstellen, ich hatte das auch bei einer Heizung, da habe ich den Schlüssel gedreht. Und es kam einfach keine Luft raus und auch kein Wasser. Und dann habe ich festgestellt, manchmal muss man die dann nochmal nachdrücken, so, weil die einfach innen drin ein bisschen locker geworden sind. Das heißt, den Schlüssel rein. Im Endeffekt dreht man dann den Schlüssel rein, dreht rum und drückt dann so ein bisschen gegen den Schlüssel oder bewegt den mal so ein kleines bisschen. Aber halt alles vorsichtig und alles in Maßen, damit das Ventil dann frei wird. Manchmal setzt es sich auch zu, weil Heizkörper rosten ja auch ein bisschen und innen drin zwar auch minimal, aber findet es halt trotzdem statt. Deswegen kann sich da auch schon mal Rost zwischensetzen. Wenn ihr Wasser rauslasst, ist dann Rost oben drauf gewesen und der setzt sich in dem Ventil fest. Deswegen kann es nicht mehr richtig arbeiten. Genau, das war es aber erstmal zum Thema Heizung entlüften. So, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis bald, euer Allesmacher.